wie dem Fusionssprengnetz. Bleibt dabei. Okay. Ja, er hier muss unbedingt am Leben bleiben. Bleibt er nicht am Leben, haben wir die Runde schon fast verloren. So, er kriegt hier eine Laufverlängerung, halt sie rufen. Die Tali kriegt auch nochmal ihre Wolfram-Muni und eine Laufverlängerung, die kennen die nicht. Die machen sie alle. So. Ja, ich bin stetig. Großer Froschfresser. Wieder in der Bunk. Bleibt bitte weiter an Deckung. Und greift jetzt gemeinsam dieses Ziel an. Und geht jetzt in Deckung. Muss man das so machen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen ja sowieso was zu holen. Garus, Alter. Pass auf deine Schilde auf. Krieg ja den Hals. Hostie. Hat schon wieder halbe Schilde voll hier. Versuche ich mal eins. Vergiftet ist er ja, ne? Wird mal über Damage over Time. Vielleicht kriegen wir das hier geschissen. Warum geht ihr aus der Deckung, wenn er so eine scheiß fucking Bombe schießt? Das ist mir ein Rätsel. Wo ist er jetzt? Da ist er. Mann, ey! Hass! Macht sich Hass und Aggression halt. Huch! Die Granate hat wohl gesessen. Das Monster um jeden Preis fertig. Ja, komm hier, Garus. Tali müssen wir wiederbeleben. Tali müssen wir wiederbeleben und... Alter! Und geh nochmal an Deckung, Alter. Die gehen mitten ins Gefecht. Und warum schleiche ich hier so? Warum schleiche ich ihn so? Warum? Alter, ich krieg gleich einen Knall. Ich krieg einen Knall. Scheiße. Drecksvieh, ich schmeiß gleich die Maus an die Wand hier. Hat schon wieder volle Schilder. Und warum schleicht er so? Hallo? Kannst du mal aufstehen? Der schleicht! Was ist das jetzt? Ja.
Was war denn bitte? Oh, ich weiß nicht, warum er nicht schleicht hier. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht bewegen. Er schleicht hier nur umher. Ich krieg das nicht raus hier. Zäh nicht. Fau nicht. Ja, fick dich doch. Jetzt ist Tully ständig umgekippt. Mann, ey, ich krieg einen Knall. Ich werde hier echt aggressiv bei diesem Endfight-Bosskampf. Ja, und ich krieg hier gleich einen Knall. Sehr emotionales Let's Play gerade hier. Das ist ja unbelievable. So nicht nur seine komischen Fusionsdinger des Bummens. In der Hoffnung, dass die sitzen. Und diese Station erhört mir. Jetzt läuft er schnell, keine Ahnung warum. Geht in Deckung. So, vergiftet habe ich ihn ja. Das ist ja kein Damage over Time, richtig? Dann werden wir jetzt doch einsetzen. Shit. Ich bin wieder erhitzt. Tali tot? Nein, keiner tot. Sehr gut. BDG. Bombe. Pam! Mal ein bisschen was mit. Ein bisschen was an Damage gibt's ja. Daneben, ey. Ich komme immer zu spät auf die Idee mit dem. Mann, kannst du mal dieses ständige Überhitzen, ey. Ich hasse den, seine Fähigkeit. Und könnt ihr mal in Deckung gehen? Beide leben noch. Ist das ein gutes Zeichen? Eigentlich heißt das absolut gar nichts. Na, wir sind jetzt schon bei 28 Minuten. Das wird ein spannendes Let's Play. Das war der beste Teil ever. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. So. Wie sieht's aus? Er ist in Deckung, sie ist auch, weiß ich nicht, auf Handkurs. Er hat schon wieder seine fucking Waffe nicht dabei. Hier, alles klar, ne Chick. In Deckung gehen, in Deckung gehen. Hallo Mädels, Jungens. Was machst du da vorne, Tully? Glaub mir. Hackt's. Entdeckung, 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 Entdeckung.
Mann, ey, geh doch mal in Deckung, du Drecks. Nein! Weg in Deckung! Ach, du bist ja so bekloppt im Hören. Du bist so bescheuert, ey! Schön in Deckung bleiben! Du hast deine Waffe an, du hast deine Waffe an. Okay, in Deckung, in Deckung. Ding, Shepard, pass mal. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Sauli. Wo ist er? Wo ist er? Hallo, hüpft nicht so schnell. Kann ihn nicht treffen, Mann. Ein alter Mann. Kommt schon. Gib mir eine Chance. Gib mir eine Chance. Tali, ach, leck mich doch, ey. Warum ich mich überhaupt um die Schlampe noch kümmere, ey. Ja, ja, ja! Fick dich, du Homo-Fürst! Yeah! Tschaka, tschaka. Entschuldigung. Ausradiert aus dem Leben. Joker, what are you doing? Die Schilde sind unten. Dies ist unsere Chance. Feuert aus alle Rohren. An meine Flanke. Wir fliegen rein.
ladies and gents. Los! What a fuck? Wir haben ihn. Oh, ich freue mich riesig, dass ich den endlich her. Oh, geil. Himmlisch, himmlisch. Ich will auch so eine Handtaschenlampe. Captain Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Chappie? Chappie? Commander Sting Shepard. Auf den Humpelweg zum Feierabend. Er kann grinsen. Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, Ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Na klar. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Ja. Und nur nicht das Messer in den Rücken von anderen zu rammen. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Ich hätte lieber den Captain im Rat als jeden Politiker, den ich kenne. Ich halte das für eine gute Wahl. Ich auch. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende.
und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Yeah. Also wir, ne? Nicht nur er, sondern wir. Und Sting Shepard ging seiner Wege. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Sagt Captain Anderson. Schaut ihn euch an. Den Commander. Sting Shepard. Da sind wir auch wirklich durch. Ich glaub's ja fast gar nicht. Nach nun, wie viele Teile sind es jetzt eigentlich? Also 68 hatten wir, zwei dazu. Also nach knapp 70 Teilen Mass Effect haben wir es dann doch mal geschafft. Bei so einer ziemlich coolen Endmusik, muss ich sagen. Gefällt mir gerade sehr. Dieses Ding durchzuspielen, oh, ich hab ja ohne Scheiß, ich hab offline so oft den Endkampf jetzt durchtrainiert. Hier geguckt, da gelesen, versucht alles irgendwie sogar in Erwägung gezogen, da wir ja nicht die Teammitglieder auswählen konnten oder austauschen konnten, sogar in Erwägung gezogen, das komplette Spiel nochmal durchzuzocken von Anfang an und hier ein bisschen was anderes machen und da ein bisschen, bloß da dachte ich, oh nee, das kann ja auch nicht sein, hast ein Let's Play draus gemacht, plötzlich hast du einen anderen Typen da zu stehen, das funktioniert so nicht, du musst da durch. Also Augen zu und durch und deswegen war ich jetzt die letzten, ihr habt ja glaube ich zwei waren es, wenn ich mich noch nicht abkacken jetzt hier. Ihr habt ja glaube ich zwei Versuche jetzt oder drei gesehen von den gefühlten 5 Millionen, die ich da gemacht habe und deswegen war meine Aggression auch ein bisschen am Überkochen. Vor allem diese KI, diese Mitspieler-KI ist unglaublich. Geh in Deckung und die stehen mitten im Feuer. Die stehen mitten im Feuer wie der Fels in der Brandung und kippen um wie jede Fliege. Boah, das hat mich so zur Weißglut gebracht, weil ich brauchte die ja, um die Schilder runterzukriegen von diesem blöden Vieh. Eieieiei. Ja. Aber insgesamt, wie gesagt, abgesehen von dieser KI, die mich wirklich zu dem Rand der Verzweiflung ja schon in den ersten Teilen gebracht hat, war das, ja klar, natürlich, hier in den ersten 3-4 Folgen fiel das schon auf, dass die einfach nur dastehen, die bekloppt und gut, jede Kugel schlucken, die mich hätte treffen können. Insofern ganz gut, weil die stehen ja sowieso wieder auf. Aber trotzdem, das ist, also das ist, glaube ich, eins der größten Mankos an diesem Spiel. Ansonsten würde ich jetzt ein Resümee rauskriegen, dass, oder herauskristallisieren, dass wir absolut, dass es kein großes Manko gibt an dem Spiel. Also ich fand das jetzt alles rundum gut. Gut bis sogar sehr gut. Die Story, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Sehr cool gemacht. Gibt natürlich noch viele, viele Sachen, die man links und rechts machen konnte. Diese ganzen Submissions etc., die ich da habe ausgelassen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit Mass Effect bis auf Folge 100 kommen. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich ja, wie gesagt, 2 und 3 auch noch hier in der Box zu liegen und die wollen ja auch noch gespielt werden. Des Weiteren ist es halt schon ein älteres Spiel. Es war als Einstiegs-Let's Play gedacht, was vielleicht nicht der beste war, weil es ist ja hier mein erstes Let's Play, was ich angefangen habe und das zweite, was ich übrigens beende, Herr der Ringe, war ein bisschen kürzer. Bisschen. Um die Hälfte circa. Und von daher, joa, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein weinendes, weil es das erste ist, so ein bisschen melancholischer Moment. Und ein lachendes Auge, weil ich weiß, jetzt kommt ein neues Spiel. Also klar, jetzt kommt Mass Effect 2 und es geht jetzt weiter. Wir nehmen uns hier ein Spiel nach dem anderen durch, Freunde. Und ja, himmlisch. Also dieser Endkampf ist, wird, glaube ich, in meine eigene Historie eingehen. In diese Wutausbrüche, die ich da mal... Oh, das geht gar nicht.
und die Talilien. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, jetzt habe ich ja den ersten Spiel. Ist ein bisschen laut hier, die Mucke. Hey, da gibt's gar. Das ist schon das leiseste Stufen. Also den Spiel habe ich ja jetzt so mehr oder weniger durch. Die Steuerung so ein bisschen kapiert. Auch mit den Skillungen etc. habe ich es kapiert. Und was mich... Ja, also was mich jetzt so ein bisschen fraglich stimmt. Ach, das sind die ganzen... Ich frag mich gerade, warum sind denn hier so ganz die Ingame-Charakternamen offiziell? Aber das waren ja die Sprecher. Klar, gibt ja eine Sprachausgabe. Also was mich jetzt so ein bisschen fraglich stimmt, ist die ganzen Skills, die wir haben, die werden wir sicherlich nicht mit dem zweiten Teil hinübernehmen dürfen, auch wenn wir jetzt den Spielstand importieren dürfen. Und die Kohle, die 500.000, die ich da wirklich gehortet habe und nicht ausgegeben habe und im Prinzip mit Second-Hand-Ware da diesen Endboss besiegt habe. Ich glaube, ich habe es mir auch an der einen oder anderen Stelle wirklich extra schwer gemacht. Ja, extra schwer kann man es, glaube ich, nennen. Wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt, wie ich vielleicht im zweiten Teil besser agieren sollte. Ist jetzt natürlich klar, dass wir unseren Spielstand importieren, damit wir nicht plötzlich die Ashley wieder haben. Ja, also die... Wer sich dafür entscheidet zu sterben, mein Gott, der soll halt aus dem Spiel rausbleiben. Gibt ja noch andere Sachen zu sehen. Beispielsweise Frau Benesia mit ihrem Obstgedeck. Die war ja auch meine Güte. Okay, ich schweife ab. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt im zweiten Teil halt so auswirkt, was wir hier im ersten gemacht haben. Und dann machen wir ja im dritten auch noch weiter und ich bin echt gespannt, ob sich da so einige Charaktere, die es ja wirklich durch die ganze komplette Reihe durchziehen. Und vor allem, was jetzt noch passieren soll. Also, Fakt ist, und das glaube ich auch, der operative Geschäfte und Administration. Operative Geschäfte, ich erinnere mich immer an Arbeit, ey. Ich bin operativ geschäftig. Oh ja. Director Finanzamt Verwaltung. Ja. Huch, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Wo ist der rote Faden? Ich bin kein roten Faden hier. Keine Ahnung, wie das angekommen. Bin raus. Hab mich jetzt voll auf die Namen konzentriert und bin raus. Ja, fällt mir nicht mehr ein. Wurst. Wie geil, der Massefakt durch. Finde ich super. Ja. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ha, da ist er wieder. Kamera, wir waren bloß mal kurz auf Klo, der rote Faden. Was ich jetzt spannend finde, Fakt ist natürlich, die Reaper sind nicht hundertprozentig besiegt. Das heißt, wir hatten dann bloß eben so ein Spinnenschiffchen, was wir da so mit 500 Mann Verlust ausgelöscht haben. Aber das wird natürlich der Weisheit letzter Schluss sein. Das heißt, da kommt mit Sicherheit noch, wie Shepard schon gesagt hat, da kommt eine Flotte an. Und ich gehe mal fest davon aus, dass im zweiten Teil es genau darum gehen wird, dass wir versuchen, die Invasion der Reaper aufzuhalten. Ja? Das wird so unser Ziel sein. Gehe ich mal von aus. Es kann natürlich sein, dass die Story wieder in eine völlig andere Richtung entwickelt und dass wir neben den Reapern auch noch die Creeper kommen, ne? In ihren Raumschiffen. Ich bin gespannt. Ears Masterin, die Ohrenmaster. Das ist ja wieder eine halbe Stadt, die an dem Spiel gearbeitet hat. Ist jetzt die Musik vorbei? Kommt eine neue? Nee. Kommt nicht. Das ist ja super. Muss ich euch jetzt hier die Ohren zulabeln, bis hier die ganzen Credits durchgelaufen sind. BioWare möchte übrigens den folgenden Personen besonders danken. Und zwar Jim Bischoff, Mark Dara, die komme ich hinterher. Und allen Freunden bei BioWare Austin. BioWare. Ein ganz herzlicher Dank gebührt unseren Familien und Freunden, deren Unterstützung und Geduld es ermöglicht hat, nach den Sternen zu greifen. Und dankt. Oh, Bildschirm. BioWare. Und da geht's wieder los. Oder? Ja. Startet von vorne das Spiel. Okay.
Fantastisch. Das heißt, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für die Treue, die ihr mir hier bei meinem ersten Let's Play gezeigt habt. Und freue mich auf weitere Let's Plays und Stunden mit euch. Und wünsche bis dahin viel Spaß. Und nicht vergessen, in circa einer Dreiviertelstunde kommt, was kommt um 17 Uhr? Ach, das müsste noch Herr der Ringe sein. Genau, Herr der Ringe einschalten. Und danach Tibia. Nicht vergessen. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.